Der neue Agility S50i in zwei attraktiven Farbvarianten, einmal silbermatt oder das glänzend petrolblau. Fahrzeug ist werksseitig mit einem Topcase ausgestattet, welches mit dem Zündschlüssel zu öffnen ist, also kein zusätzlicher Schlüssel für das Topcase. Deckel des Topcases ebenfalls in Fahrzeugfarbe lackiert. Das Fahrzeug hat vorne ein 100-80-16 Vorderrad und hinten ein 120-80-14. Ausklappbare Sozius-Fußrasten, ein Haupt- und Seitenständer, LED-Blinker vorne, LED-Tagverlicht, Halogen-Scheinwerfer, großdimensionierte Scheibenbremse vorne. Die technischen Daten dieses Fahrzeuges: 122 Kilo Fahrbreit, Sitzhöhe 805 mm, 2,4 Kilowatt, 3,3 PS bei 7000 Umdrehungen und ein maximales Drehmoment von 3,5 Newtonmeter bei 6000 Umdrehungen bereits. 7 Liter Tankinhalt und ein Normverbrauch von 2,4 Liter verschaffen dem Fahrzeug eine ausreichende Reichweite. Tank befindet sich im Trittbrettbereich, der Einfüllstutzen vorne im Beinschild und der Tank als solches für einen günstigen, tiefen Schwerpunkt im Trittbrett. Stauraum unter der Sitzbank, abgetrennt für kleines Utensilien im vorderen Bereich, den Sturzhelm im hinteren Bereich, unter diesem Deckel befindet sich die Batterie. Aus dieser Perspektive schön zu erkennen, das helle LED-Standlicht. Im hinteren Bereich haben wir lediglich Glühlampen, aber LED. Blinker mit einem sonoren Tacker, damit man dies nicht gleich immer wieder vergisst, den Blinker auszuschalten. KYMCO Agility S50i.